Hallo Leute, ich wollte heute mal was ganz anderes machen. Und zwar, man erkennt am Titel schon, was ich hier vorhab. Für die Leute, die direkt nach einem Tutorial für diesen Song gesucht haben, die wissen ja, was es ist. Und für alle anderen und die das nicht wissen, das ist der Cup-Song aus dem Film Pitch Perfect. Das Original ist von zwei, ich weiß gar nicht, ob das eine Band ist, also ob die zwei so, Ludo and the Lampshades. Und in Pitch Perfect wurde das halt von der Schauspielerin dort gecovert. Und ich finde den total cool und habe halt mir das selbst beigebracht und habe gedacht, es gibt, glaube ich, kein Tutorial oder jedenfalls sehr wenige in Deutsch, wie man diese Bewegung und so, also wie man diesen Song macht. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich einfach mal ein Tutorial dazu abdrehe. Ja, und was ihr dazu braucht, ihr braucht nur euch selbst und einen Becher und sehr, sehr viel Geduld. Wenn ihr euch das vorher nochmal angucken wollt, ich setze Links vom Original, von der Filmszene, ja, und vom Filmtrailer einfach mal unten in die Infobox, dann könnt ihr euch das anschauen. So, ihr beginnt einmal mit zweimal klatschen, also ganz simpel. Nachdem ihr zweimal geklatscht habt, haut ihr dreimal etwas schneller auf den Becher, also tap, tap, tap. Also zusammen, klatsch, klatsch, tap, tap, tap. Ja? So, nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr noch einmal klatschen. Also nochmal, klatsch, klatsch, tap, 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 klatsch. Okay? Klatsch, klatsch, tap, tap, tap. Und nochmal. Okay, nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr einmal den Becher in die Hand nehmen und nach rechts versetzen. Also, nochmal von vorne. Klatsch, klatsch, tap, 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 klatsch. Ja? Also, klatsch, klatsch, tap, 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 klatsch, Becher nehmen nach rechts. Okay, und nochmal von vorne. Und nochmal. Okay, jetzt fangen wir die zweite Sequenz an. Für den zweiten Teil müsst ihr jetzt nochmal anfangs in die Hände klatschen, einmal. So, und dann nehmt ihr den Becher so und macht so. Also, ja? Klatsch, zack, zack. Und nochmal, klatsch, rechte Hand, seitlich halten. Klatsch, rechte Hand, seitlich halten. So, und wenn wir das von vorne machen, dann geht das klatsch, klatsch, tap, 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 klatsch, zack, verstellen. Dann klatsch, Becher in die rechte Hand nehmen und zur Seite drehen. Okay? Okay? Okay, so, nachdem ihr geklatscht habt, den Becher zur Seite genommen habt und so gemacht habt, müsst ihr einmal so draufhauen. Am besten so, dass das so ein dumpfes Geräusch ergibt. Weil letztendlich ist es so, dass jede Bewegung, die ihr mit dem Becher macht, einen Beat ergeben soll. Also klatsch, zack. Okay? Klatsch, zack. Klatsch, zack. So, nochmal von vorne. Klatsch, klatsch, zack, zack, zack. Klatsch, nehmen und rechts. Klatsch, Becher nehmen zur Seite, zack. So, ja. So, nachdem ihr das hier gemacht habt, lasst ihr den Becher einfach mit der Öffnung nach oben, so nach unten antappen. Also, ihr macht klatsch, Becher hoch, hier vorhauen und runter. Ja? Also, klatsch, Becher nehmen, zack, klack. Klatsch, Becher nehmen, zack, klack. So, und jetzt machen wir das nochmal ganz langsam von vorne. Klatsch, zweimal klatschen, dreimal tippen. Klatschen, nehmen, rechts. Klatschen, nehmen, draufhauen, tappen. Okay? Okay. So. Ich steige jetzt nochmal mittendrin ein. Wenn ihr gemacht habt, zack,
zack, zack, zack, gib dir den Becher in die andere Hand. Okay, also klatsch, nehmen, zack und den Becher in die andere Hand nehmen, sodass die Öffnung zu euch zeigt. Also, wenn ihr so gemacht habt, gebt ihr ihn so zu euch in die andere Hand. Also nochmal. Ja? Okay, und nochmal von vorne. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr die andere Hand, die jetzt frei ist, haut auf den Boden, also über Kreuz, auf die andere Seite und diesen Becher über Kreuz hier rüber. Okay? Also nochmal ganz von vorne. Knapp, knapp. Klatsch. In die andere Hand geben. Klatsch. Über Kreuz. Und noch einmal langsam von vorne. Ja. Klatsch, klatsch. Tap, tap, tap. Klatsch, nehmen nach rechts, klatschen, nehmen, offene Seite, geschlossene Seite, die andere Hand, klatschen, Becher über Kreuz. So, und jetzt versucht ihr immer schneller zu werden. Erst ganz langsam anfangen, mit ganz viel Geduld. Und dann immer ein ganz bisschen schneller werden. Und immer im Takt bleiben, hört euch zwischendurch das Lied an, weil man will ja auch den Takt kriegen, den hinter das Lied hat. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt am Reden. Meine Tonqualität von meiner Kamera ist nämlich nicht gut, eben auch für solche Spielranzchen eigentlich. Und irgendwann fängt der schlimmste Schritt an. Und dann müsst ihr irgendwie versuchen, dazu zu singen. Und der Vollständigkeit halber, obwohl ich überhaupt nicht singen kann, werde ich das jetzt trotzdem tun. I've got my ticket for the long way round. Don't want a whiskey for the way. And I show what likes comes to company. And I'm leaving to all what you say. But I'm gone, but I'm gone, but I'm gone, but I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna... Leck mich am Arsch. Auf jeden Fall ist der Teil am schwersten, finde ich. Leute, die vielleicht Musik oder Klavier, also Musik oder Klavier spielen, Klavier oder Gitarre spielen, für die ist das vielleicht relativ einfach, Gesang und Gestik zusammenzubringen, aber ich fand das schon ganz schön schwierig. Also habt ganz viel Geduld und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Durchhaltevermögen. Und wünsche euch schon mal viel Spaß dabei, wenn ihr abends im Bett liegt und nur noch diesen Beat im Kopf habt, weil ihr den ganzen Tag lang mit einem Becher rumhantiert habt. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!